Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Weitwinkel dabei seid. Für euch und mich ist es schon fast selbstverständlich, dass ich hier stehe und in einen grauen Kasten hineinrede. Wir Fachleute nennen ihn Kamera. Um die technischen und die geschichtlichen Aspekte des Films machen wir uns dabei aber kaum noch Gedanken. Und dabei ist das ein so spannendes Thema. Darum wird es heute bei Weitwinkel cineastisch. Also, dieses Mal geht es bei Weitwinkel um Film und Kino. Danke. Und um zu zeigen, wie das mit dem Film damals alles anfing, müssen wir uns weit zurückbewegen, und zwar ins 19. Jahrhundert. Und das tut für euch jetzt unsere Animation, die einen Blick auf die Geschichte des Films werfen wird. Wie an jedem Donnerstag sitzt Kinofan Clara auf ihrem Lieblingsplatz in ihrem Lieblingskino und wartet gespannt auf das Neueste, was ihr Hollywood zu bieten hat. Und wie jede Woche rechnet sie natürlich wieder mit nichts weniger als dem besten Film aller Zeiten. Aber ihre Euphorie in allen Ehren, die Filmgeschichte ist lang. Sie beginnt mit der Entwicklung der Fotografie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und obwohl die Idee des bewegten Bilds mindestens genauso alt ist wie die der Fotografie selbst, wird Film, wie wir ihn heute kennen, erst mit der Entwicklung der Fotografie möglich. Allerdings dauert es fast noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die Fotografie und die Optik technisch so weit fortgeschritten sind, dass sie für den modernen Film relevant werden. Die ersten konkreten Schritte in Richtung Film als Medium ermöglicht Louis Le Prince. Ihm gelingt es 1886 erstmals, bewegte Bilder aufzunehmen. Und zwar mit 16 einzelnen Objektiven in einer gemeinsamen Schaltung. Bereits ein Jahr später entwickelt er aber schon eine Filmkamera, die nur noch ein Aufnahmeobjektiv verwendet. Eine weitere entscheidende Erfindung ist die Filmrolle, wodurch das Medium durch die Kamera gezogen und belichtet wird und so erst eine durchgehende Aufnahme möglich wird. Als die Geburtsstunde des Mediums Film gilt allerdings eher die erste Filmvorführung der Gebrüder Lumière im Jahre 1895. Ihr 35mm Cinematograph ist das erste Gerät, welches Aufnahme und Wiedergabe nach einem einheitlichen Prinzip verwendet. Während Sie im Medium Film allerdings nicht mehr sehen als eine bloße Ergänzung zur Fotografie, denkt der Illusionist und Theaterbesitzer Georges Méliès weiter. Er arbeitet als erster mit komplexen narrativen Strukturen und inszenierten Inhalten. Der Film als eigenständiges und einmaliges Medium ist geboren. Und obwohl Filme zu der Zeit noch ohne Ton produziert werden und daher nicht so viele Möglichkeiten bieten, entstehen bereits in kurzer Zeit diverse Genres und Stile. Als ein besonders bedeutender und wegweisender Spielfilm gilt beispielsweise der 1903 erschienene 13 Minuten lange Film The Great Train Robbery vom Amerikaner Edwin S. Porter. Als 1927 dann der Tonfilm eingeführt wird, revolutioniert er den Film. Tonfilm ermöglicht deutlich komplexere Filme und neue Gestaltungsmöglichkeiten, was wiederum viele neue Genres möglich macht. Als dann 1937 die ersten Farbfilme erscheinen, sind die essentiellen Grundbausteine für den modernen Film gelegt. Trotzdem, bis heute hat der Film immer aktuelle Neuerungen erfahren. Die Weiterentwicklungen umfassen alles von der Kameratechnologie über die Bild-, Licht- und Tontechnik bis hin zu Dramaturgie und Erzählstrukturen und natürlich den Einsatz von Trick- und computergenerierten Effekten. Von der technischen Spielerei hat sich der Film zum allgegenwärtigen Medium entwickelt, der Milliarden von Menschen begeistert. So natürlich auch unseren Kinofan Clara. Wobei sie auch diesmal wieder in ihrer Hoffnung auf den größten Film aller Zeiten bitterlich enttäuscht wird. Vielleicht ist das allerdings auch kein Wunder. Eines der Kinos der Stadt ist das Cinema und Kurbelkiste an der Warendorfer Straße. Dieses Kino gibt es in unterschiedlichen Formen bereits seit 50 Jahren und somit bildet es eine der wenigen Konstanten der Münsteraner Kinolandschaft, die spätestens seit dem Bau des Multiplex am Hafen durcheinandergebracht wurde. Wir sprachen mit Jens Schneider-Heinze, einem der Geschäftsführer des Cinema, der uns mehr erzählte über sein besonderes Kino. Hi,
Hallo, ich bin Jakob und wenn ich ins Kino gehe, dann müssen es nicht immer die ganz großen Blockbuster-Filme sein. Ich mag auch die kleineren Filme, Independent-Filme, Arthouse. Und für so etwas gibt es Programmkinos. Und das Programmkino in Münster ist das Cinema, was wir hier auf der anderen Straßenseite sehen. Da werde ich jetzt gleich reingehen, denn ich habe einen Interviewtermin mit Jens Schneider-Heinze, einem der Geschäftsführer des Cinema. Und er wird mir ein bisschen was zu seiner Rolle da erzählen und wie das hier überhaupt zustande gekommen ist. Hallo Jens, stell dich doch bitte einmal selber vor. Mhm. Wer bist du? Welche Funktion hast du hier? Wo sind wir hier überhaupt? Ja, ne. Also hier sind wir jetzt in der Kurbelkiste, einer der drei Säle des Cinemas. Ich bin eben Jens Schneider-Heinze, einer der beiden Geschäftsführer des Cinemas. Mhm. Mache das seit 21 Jahren, jetzt seit 1997 mit meinem Lebenspartner zusammen. Und bin damit eben einer der beiden Chefs hier sozusagen. Das Cinema feiert ja jetzt gerade in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen, gesehen. Und wie ist das denn hier damals überhaupt so losgegangen? Mhm. Das ist losgegangen in der Weseler Straße, 68. Das Kino bestand schon. Mhm. Und so Programmkino entwickelte sich ja eigentlich erst so Ende der 60er, mehr Anfang der 70er Jahre. Mhm. War aber eigentlich damit das erste sozusagen deutsche Programmkino. Dann gab es Streitereien, das Cinema ist irgendwann da rausgegangen. Und 81 hat dann der damalige Betreiber hier diese Räumlichkeiten, das war ein Möbelhaus, entwickelt zu einem Kino. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich nach Münster kam, wegen meines Freundes, weil der nach Münster gezogen war. Habe dann relativ schnell gemerkt, ja, so was schwule Identität angeht, was Identifikationsfiguren angeht, hast du eigentlich wenig im Kino. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich zeige Filme in dem Kontext. Da haben wir damals angefangen, eben nicht kommerziell, erst in einem Bildungswerk, einmal im Monat ein Video, dann kamen 16 mm, dann sind wir ins Kuba. Da haben wir relativ schnell gemerkt, ja, nur schwule Filme ist auch ein bisschen langweilig. Und dann kamen so Themen auf kasachische Filme, kirgisische Filme, okay, georgische. Und wir entdeckten immer mehr Film eigentlich als Medium, einmal für eine Auseinandersetzung, inhaltliche Auseinandersetzung und als kulturelles Mittel. Und dann eben kamen wir irgendwann an so einen Punkt, dass wir uns da wirklich 50 Stunden in der Woche ehrenamtlich unbezahlt engagiert haben und wo dann irgendwann die Frage kam, ja, wir müssen entweder verdienen wir unser Geld jetzt damit oder nicht. Und das war dann sozusagen die Übernahme dieses Kinos. Ne? Ja. Jetzt anlässlich des 50. Geburtstages zeigt ihr auch Filme aus den letzten 50 Jahren. Was sind das für Filme und wie werden die hier ausgewählt dafür dann? Das ist ganz unterschiedlich. Also die Idee war sozusagen chronologisch, oder nicht chronologisch, aber zeitlich diese Bandbreite abzubilden, aber auch genremäßig und von dem, was das Publikum so möchte. Mhm. Und das sind dann wirklich Filme, so Klassiker wie jetzt The Rocky Horror Picture Show, dann eben auch Der Pate. Und dann sind aber auch Filme dabei wie Unter den Brücken, das war so der letzte Nazi-Film eigentlich, oder der letzte Film, der in der Nazi-Zeit entstanden ist, der aber geschichtlich natürlich sehr spannend ist. Also wir versuchen so eigentlich die gesamte Bandbreite abzudecken. Generell hier jetzt zum Kino in Münster, also hier hat man ja so ein bisschen das auch beobachten können, wie es auch in anderen Städten ähnlich gewesen ist. So Anfang der 2000er ist hier jetzt das Multiplex-Kino am Hafen hingekommen. Anschließend hat, ob es jetzt in einem direkten Zusammenhang stand oder nicht, dann hier auch so ein bisschen Kinosterben eingesetzt. Wie hast du das so miterlebt und besteht da für dich so ein direkter Zusammenhang dann mit der Entwicklung des Multiplex-Kinos? Ja, was ganz klar war, wenn es ein Multiplex geben wird, dann werden andere Kinos schließen. Mhm. Und die Frage war sozusagen, kommt eine Kette nach Münster oder macht der lokale Betreiber das? Mhm. Und das war dann eben die Entscheidung, was ich sagen würde, zum Glück so passiert ist, dass der lokale Betreiber das gemacht hat. Mhm. Weil das sieht man in Städten wie Bielefeld oder ich weiß nicht wo, da hast du dann 3, 4 Multiplexe, du hast eigentlich immer das gleiche Programm überall und das Programm verkastet eigentlich, es wird immer weniger. Mhm. Das haben wir eigentlich sehr bewusst versucht zu vermeiden, indem wir gesagt haben, wir wollen keine Filme in 2 Sälen zeigen,
dadurch haben wir eine Programmvielfalt mit den Sälen, die wir jetzt haben, die wir sonst in anderen Städten eigentlich so nicht finden. Ja. Ihr habt ja auch, glaube ich, so im Jahr 2004, 2005, habt ihr relativ kurz auch vor dem ausgestanden. Ja. Wie hast du das hier miterlebt und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Also es war so, dass wir Anfang des Jahres gemerkt haben, wenn sich da nicht drastisch was ändert, werden wir diesen Sommer nicht überstehen. Das haben wir sozusagen eigentlich kundgetan mit der Intention damals zu sagen, Leute, wenn ihr dieses Kino haben wollt, dann müsst ihr da auch hingehen. Mhm. Und das hat dann zu so einer riesen Solidaritätswelle geführt. Für uns war sozusagen damals das Grundproblem, dass wir hatten angefangen hier zu renovieren, aber uns fehlten die Mittel, um das komplett durchzuziehen. Okay. Und wir haben einfach immer mehr Akzeptanz verloren. Also das, was wir jetzt hier sehen, diese Sitze zum Beispiel, das war eigentlich das Resultat dann aus diesen Solli-Aktionen, dass wir uns Eigenmittel über Spenden, über Stuhlpatenschaften besorgen konnten, die dazu geführt haben, dass wir dann das Kino sozusagen zu Ende renovieren konnten. Ne? Das war das Problem. Und letztendlich haben wir dieses Geld, das haben wir über einen Verein abgewickelt, das haben wir jetzt auch Jahr für Jahr sozusagen diesem Verein wieder zurück überwiesen, sodass das jetzt in das Programm der Linse fließt. Also das war von denjenigen, die uns das Geld gegeben haben, eine sehr gute Investition, würde ich sagen. Sehr cool, ja. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich wünsche dir und euch hier weiterhin alles Gute für das Cinema und freue mich auch selber hier auf weitere Kinobesuche. Ja, schön. Danke dir. Jetzt ging es schon um die Geschichte des Films als solches und was er für Münster bedeutet. Was uns jetzt noch interessiert hat, ist die Frage, ob es auch Filme gibt, die in Münster spielen. Denn klar, wir sind sowohl Wilsberg als auch Tatortstadt. Aber wie ist es mit Kinofilmen? Bei unserer Recherche sind wir auf einen Film aus dem Jahr 1966 gestoßen. Diesen Film habe ich mir zusammen mit Pauline aus unserer Redaktion einmal angesehen. Und was wir davon hielten, seht ihr jetzt in unserer Review. Hallo, hier sind Kjell und Polly für euch. Wir haben gerade einen Film gesehen und zwar Alle Jahre wieder. Der Film stammt aus den 60ern. Ich habe schon seit langem keine DVD mehr in der Hand gehabt, die so ein dickes Beiheft hatte. Aber das hat uns geholfen, überhaupt den Film ein bisschen zu verstehen. Zum Inhalt des Films. Es geht um Hannes Lücke, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und eine Frau, die in Münster leben. Aber er lebt seit circa 5 Jahren getrennt von seiner Familie und wohnt als Werbetexter in Frankfurt und hat dort auch eine neue Freundin angelacht. Mit seiner Familie hat er ehrlich gesagt sehr wenig am Hut und behält sie aber aus Bequemlichkeit und besucht sie nur noch ungefähr 3-mal im Jahr. Zu Weihnachten ist nämlich wieder die Zeit gekommen, wo er zu seiner Familie nach Münster fährt und dieses Jahr nimmt er seine Freundin mit. Sie stellt ein bisschen die Verbindung vom Film zu Münster und der Handlung her. Wenn die anderen zum Beispiel gerade irgendwie beim Essen sind oder im Gasthaus oder so, sieht man immer wieder Zwischenschnitte, wie sie durch die Stadt geführt wird und dann kriegt sie ganz viel von Münster erzählt. Gucken Sie mal, die herrlichen Türme. Viereckig, wunderbar, echt fest im Boden. Das ist das Symbol unserer westfälischen Heimat. Hat es irgendwie eine größere Bedeutung, dass er in Münster spielt? Erstmal eigentlich nicht wirklich. Man sieht von Münster viel durch eben halt diese Stadtführung. Aber die Stadtführung ist so getrennt vom Rest der Story, dass man irgendwie einerseits ein Lehrbuch hat über Münster und dann halt was über eine Stadt erfährt, aber es nicht irgendwie so in die Story eingebunden ist, dass es eigentlich etwas Relevantes für die Geschichte wäre. Das, was die als Emanzipation in diesem Booklet drinstehen haben, also diese Person, diese Freundin von ihm, die im ganzen Film auch eine Freundin genannt wird, sehen wir beide als nicht wirklich emanzipiert an. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Emanzipierteste, was seine Freundin macht, das Hotelzimmer verlassen, obwohl sie gesagt gekriegt hat, sie soll drin bleiben. Seine Frau ist dann aber das krasse Gegenteil, weil sie eben nicht diese Ich-bleib-zu-Hause hinterm Herd und kümmere mich um die Kindermutter ist. Ja, und total, oh mein Gott, mein Mann hat mich verlassen, was soll ich jetzt machen? Genau, das ist dann das andere Extrem, das dieser Film zeigt als Emanzipation. Und jetzt noch zum absoluten Hauptcharakter des Films, nämlich ihrem Ehemann Hannes. Und der soll unsympathisch wirken, was er auch stellenweise tut. Ja.
Aber an manchen Stellen noch nicht, da die Emotionen einfach nicht so rüberkommen, beziehungsweise uns zum Beispiel auch eine emotionale Bindung oder Chemie zwischen den beiden Hauptcharakteren, also seiner Ehefrau und ihm, gefehlt hat. Wir haben ihm einfach überhaupt nicht abgekauft, dass das ein Ehepaar sein sollte oder jemals gewesen ist. Die waren mehr wie so Bekannte oder so. Mein Gott, so lange kennen wir uns schon. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Wie die Zeit vergeht. Also er spiegelt nicht nur alleine die Generation wider, sondern macht das mit seiner kompletten Männerklicke, die er hat. Die sich treffen zum Saufen. Und genau, die haben sich kennengelernt in der Hitlerjugend und erinnern sich sehr, sehr gerne noch an die Zeit zurück. Denn die einzigen Themen, über die sie sich im Film unterhalten, sind entweder die Arbeit und das sehr, sehr ausführlich. Da hätte man definitiv kürzen können an manchen Stellen. Oder sie besaufen sich und reden oder beziehungsweise singen Lieder aus der Hitlerjugendzeit. Und ja, hängen einfach nur der Vergangenheit nach und es kommt einfach nichts in dem Film rum. Und im Gegenzug übrigens dazu stehen die kompletten Frauen in dem Film. Die sind nämlich einfach, ja, die gutherzigen, lieben Menschen anscheinend, die nicht wirklich was falsch machen. Heißt, es gibt wirklich ein klares Gut und ein klares Böse, das geschaffen worden ist. Ein weiteres Problem des Films ist auch, dass keiner der Charaktere wirklich vertieft wird. Aber es bleibt alles sehr oberflächlich. Es wird nie wirklich in die Tiefe gegangen. Und es ist halt sehr schade, weil gerade bei so einem Film hätte ich mir persönlich gewünscht, dass ein bisschen mehr Einblick in die Personen gegeben werden könnte. Ich glaube, unsere Meinung über den Film ist relativ gleich eigentlich. Ja, sie wurde netterweise im Film gesagt. Ja. Es gibt das wunderbare Zitat von Spezi, während er mit Hannes Freundin einen Film schaut im Fernsehen, wobei nicht gesagt wird, welcher Film. Die alten Filme sind die besten. Also nicht gerade der hier, aber die anderen. Und das trifft diesen Film eigentlich ziemlich gut. Das war's erstmal von Weitwinkel. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. So lange könnt ihr doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, da veröffentlichen wir alle Beiträge nochmal einzeln. Bis dahin, macht's gut und wartet nicht auf eine Post-Credit-Scene.